Es wurde geschludert, das ist inzwischen belegt. Es wurden die Zahlen nicht korrekt ausgewertet. Das hat gerade eine neue Publikation. Am Ende ging es doch wieder nur um die Benjamins. Es ist ein medizinischer Zivilisationsbruch, was hier passiert. Hier werden Leute ins offene Messer gestoßen. Und ich frage mich, wer dann am Ende des Tages dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird. Wisst ihr nämlich wer? Niemand. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Ich habe ein Video noch so off-topic, was jetzt nicht mit Dokus zu tun hat, über Impfung. Das hätte ich mir noch kurz reingezogen, 10 Minuten Video. Und danach würde ich in die Dokus reinsteigen. Dokus reden, man. Wir erleben durch Corona-Impfung medizinischen Zusammenbruch. Gunter Frank bei Viertel nach 8 habe ich angezeigt bekommen. Hat mich interessiert. Dachte ich, warum nicht im Stream gucken? Geht nur 10 Minuten. Auf entspannt. Kleines Warm-up an der Stelle, ja? Ja, ich glaube, wir sollten uns langsam mal darüber klar werden, dass wir im Rahmen der Corona-Krise einen medizinischen Systemzusammenbruch erleben. Wir haben eine Gesundheitspolitik mit dem Status eines Bananenstaates. Die medizinischen Sicherungssysteme funktionieren nicht mehr. Die Arzneimittelsicherheitsinstitutionen machen nicht mehr ihren Job. Und von Anfang an der Corona-Krise kam... Wer ist denn der Bruder? Kennt den einer? Gunter Frank. Leute zu Wort, die fachfremd waren, denen das Fachwissen fehlte, diese Situation gut einzuschätzen. Davon haben wir in Deutschland sehr viele ganz hervorragende Menschen. Tschüss. Doch die kamen nicht zu eins. Sowas habe ich auch in Real Life miterlebt bei diesen Demos. Sie hätten uns durch diese Krise geführt, ohne die ganzen Kollateralschäden. Als Beispiel möchte ich nennen die Covid-Impfkampagne. Die beruht auf Zulassungsstudien und wenn wir uns die Pfizer-Zulassungsstudie anschauen, dann ist die so, ja, mir fehlen fast die Worte, angreifbar. Es wurde geschludert, das ist inzwischen belegt. Es wurden die Zahlen nicht korrekt ausgewertet. Das hat gerade eine neue Publikation. Immer mehr Shit kommt ans Licht anscheinend. Zum Beispiel mit dem Autor des Herausgeber des British Medical Journals auch gerade publiziert. Das wurde falsch zusammengerechnet, sodass in Wirklichkeit die Impfgruppe mehr Nebenwirkungen hatte als die Placebo-Gruppe. Krass, Digga. Ey, ich bin so froh, dass ich nicht geimpft bin, ne? Aus der Impfgruppe wurden nachhinein 300 Personen rausgenommen, wir wissen nicht warum, die natürlich das Ergebnis grandios verfälschen könnten oder vielleicht hat man es auch deswegen gemacht. Es geht ja um Milliarden. Und wenn ich dann die Interessenskonflikte der Autoren lese, die entweder bei Pfizer angestellt sind oder eben Pfizer-Aktien haben, das aber angeben, aber dann zum Beispiel auch... All about the Benjamins, meine lieben Freunde, ja? All about the Benjamins. Wie Herr Shahin und Frau Türiçe, die Gründer von BioNTech, keine Interessenskonflikte angeben, dann sind das alles Dinge, die bei einer seriösen Betrachtung, wenn die Zulassungsbehörden sauber arbeiten würden, alle Alarmglocken läuten lassen. Und was wir jetzt erleben, ist eben, dass man ein Medikament zugelassen hat, an den normalen Standards vorbei, mit riesen Gewinnerwartungen, mit einem Wahnsinnsumsatz und schon krass, Bruder. Ja, guck mal, ey, den Leuten geht's nicht um die Gesundheit der Menschen, sondern um die Benjamins. Und das ist eine Sache, die man auch langsam mal verstehen muss, weißt du? Ich finde es schade, dass Leute sich dann davon überzeugen lassen haben. Wenn jetzt im Nachhinein so eine Infos rauskommen und dann doch mehr Nebenwirkungen da sind, ich wünsche das ja niemandem, weißt du? Ich bin selber froh, dass ich nicht geimpft bin, aber ich wünsche mir auch für keinen, der sich impfen lassen hat, aufgrund von irgendwelchen Nachrichten oder ja halt aufgrund der Kampagne, die gefahren wurde, wünsche ich trotzdem nur das Beste, weißt du? Und ich finde es halt krass, immer wieder, wie dann Jahre später oder Jahrzehnte später dann rauskommt, ja, krasser Interessenskonflikt, am Ende ging es doch wieder nur um die Benjamins und nicht um die Gesundheit der Bevölkerung. Von Kritikern von Anfang an befürchteten Nebenwirkungen, ja, sich zumindest andeuten in den Zahlen von den Krankenkassen, auch von den Übersterblichkeiten, die mit der Impfkampagne angefangen haben, wobei da noch nicht klar ist, hat das mehr mit dem Lockdown zu tun oder mit der Impfkampagne. Also wir haben solche Alarmzeichen, dass es ein Wahnsinn ist, jetzt diese bedingte Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelkommission in eine reguläre überzuführen, ohne dass die Daten da sind. Wir haben früher in der Medizin, da hat das funktioniert. Wir haben gefährliche... Ist ja auch so, glaube ich zumindest, dass normalerweise so eine Impfstoffentwicklung auch länger dauert, als wie die das jetzt in der Corona-Krise durchgepeitscht haben, ne? Medikamente wie Lipobay oder Sibutramin, und das muss ich erwähnen, an denen für die Zulassung eben auch Herr Lauterbach mit Verantwortung getragen hat, nach gefährlichen Zwischenfällen wieder zurückgenommen. Wir haben ein Medikament, was ich geliebt habe als Hausarzt, Musaril, das entspannt. Ah, der Bruder ist Hausarzt. Ich küsse dein Hausarztherz, man. Frank, wollen wir ein paar Argumente noch für die Debatte aufheben? Ich würde einmal gerne Herrn Stör fragen. Herr Stör,
Wie sehen Sie das denn? Gehen bei Ihnen auch die Alarmglocken an? Ja, Alarmglocken würde ich nicht. Stör sagt mir auch irgendwas. Wer ist das nochmal? Aber was richtig ist, die Publikation von Doshi, und es gibt ja auch andere Informationen, zeigen, dass die Argumentation von Herrn Lauterbach, dass die Impfung nebenwirkungsfrei ist, also nicht nur komplett an den Haaren herbeigezogen ist, sondern eigentlich für einen Arzt die Approbation kosten sollte. Epidemiologe. Und sagt, dass ein Mann vom Fach anscheinend Medikament nebenwirkungsfrei ist. Hätte ihn das Amt des Gesundheitsministers kosten müssen? Das hat er, glaube ich, getwittert, bevor er Gesundheitsminister geworden ist. Aber es hängt natürlich jemanden an, der jetzt die Arzneimittel sicher. Guck mal, der Bruder im Hintergrund schreibt die ganze Zeit, Bro. Und guckt den dabei so an. Achte mal, guck mal. Der schreibt einfach. Muss das kosten müssen? Das hat er, glaube ich, twittert, bevor er Gesundheitsminister geworden ist. Aber es hängt natürlich jemanden an, jetzt, der jetzt die Arzneimittelsicherheit auch mit Bruder, was schreibst du da? Bundesgesundheitsministerium nachgeordneten Organ überblicken soll. Und da kann doch Sorry. Der oberste Chef glauben, dass die Impfstoffe nebenwirkungsfrei sind. Aber das wurde aber den Bürgern Punkt, ja suggeriert. Genau, das ist das eine, was suggeriert wurde. Aber es wurde vieles anderes auch noch suggeriert, eben, dass die Impfung nebenwirkungsfrei. Man hat alles dafür getan, damit die Bürger sich impfen lassen. Alles. Es wurde jetzt sogar teilweise am Anfang umsonst Currywurst rausgegeben. In Amerika haben Leute teilweise Haftnachlass bekommen, wenn sie sich im Knast impfen lassen haben und so. Also die Kampagne war schon hardcore. Ist, dass man die Infektion verhindern kann damit, dass die Anstrengung fürs Referat vorbereiten. Kriegerfall ist auch wieder da. Was geht, Bro? Alles gut? Nicht mehr da ist, dass es eben auch die jüngeren Leute sich impfen lassen müssen, weil sie einen Vorteil haben. Aber der Punkt, den Sie, glaube ich, haben mit den Impfnebenwirkungen, ist der, dass man hier genauer hinschauen muss. Wir leben ja in einer sehr dynamischen Situation. Und die Daten, die zu Anfang generiert wurden, 43.000 Probanden, 35.000 in der Kontrollgruppe, waren robust, würden jetzt noch mal evaluiert. Man sieht dort auch Mängel, handwerkliche Mängel. Und jetzt sind neue Daten da. Also man muss die Situation dynamisch betrachten und mit den neuen Daten auch einbeziehen. Von welchen Impfnebenwirkungen, für mich jetzt als Laien, von welchen Impfnebenwirkungen sprechen wir hier? Interessant. Schweren, von milderen, was kann es, also welche Impfnebenwirkungen treten am meisten auf? Das Paul-Ehrlich-Institut fasst das zusammen. Es gibt ungefähr 380.000 Verdachtsmeldungen zu Impfnebenwirkungen. 380.000? 80 Millionen Impfungen in Deutschland. Und da sieht man, dass auch schwere Impfnebenwirkungen vorkommen. Thrombosen, die im Gehirn auch vorkommen können. Oder das ist scheiße, Bro. Im Bereich des Magens sind jüngere Leute hauptsächlich betroffen. Und das ist ja alles bestens, Krieger. Dankeschön. Punkt. Die Älteren, die eigentlich von der Impfung am meisten profitieren, haben weniger Nebenwirkungen als die Jüngeren. Und die Frage ist es verantwortungsvoll jetzt, für eine Bundesregierung, für eine Bundesoberbehörde, diese Indikationen von Nebenwirkungen ernst zu nehmen oder nicht? Aber da würden man Sie sagen, für junge Menschen besser dann nicht impfen, als zu impfen? Also ich stehe an der untersten Stufe der Evidenzleiter als Einzelexperte. Da gibt es eine STIKO, das sind Leute, die das weltweite Wissen analysieren. Aber mich interessiert Ihre Meinung, nicht die der STIKO. Das glaube ich schon, aber schauen Sie, die Zuschauer sollen sich ja auch danach richten, wo da die Evidenz am stärksten ist. Aber das Problem ist doch, wir haben keine Evidenz. Lassen Sie mich doch ruhig mal antworten. Meine Meinung ist die, dass jetzt die Daten, die ich sehe und die ich auch von der STIKO höre, klar sind, dass je jünger man ist, desto marginaler wird die Impfwirkung. Und desto höher sehen wir jetzt, sind die Nebenwirkungen oder der Verdacht der Nebenwirkungen. Das ist krass, Digi. Man hört ja jetzt mittlerweile auch von immer mehr Sportlern, die einfach so auf dem Feld sterben, ne? Habe ich jetzt wieder mitbekommen von einem NFL-Spieler, der irgendwie einfach auf dem Platz zusammengebrochen ist und gestorben ist. So. Juicy J ist auch am Start. Was geht ab, man? Die Marak. What's going on here, man? Jetzt die Aufgabe jetzt einer sicherlich so einer Bundesoberbehörde, diesen Verdacht nachzugehen. Deswegen kann man nicht bedenkenlos im Sommer sagen, jeder, der jetzt den Sommer genießen will, der muss sich jetzt die vierte Impfung holen, egal wie das Alter ist. Obwohl man schon wusste, dass auch viele junge Leute betroffen sind. Also eine Allein, dass man von der vierten Impfung spricht, Digga, ist schon ja, aus meinem Grund auch evidenzfreie oder evidenzarme Kommunikation, die irgendwie dann auch natürlich die Leute verprellt. Ist halt so, das Kranke bei der ganzen Nummer ist halt, dass ich weiß, dass ganz viele Leute sich einfach nur impfen lassen haben, weil sie in der Shisha-Bar abhängen wollen, weil sie ins Gym gehen wollten, Party machen wollten und so. War ja auch eine harte Zeit für alle Ungeimpften, da durchzugehen. So, wir wurden ja teilweise echt aus der Gesellschaft ausgeschlossen und durften Dinge nicht mehr tun. Durften nicht mehr am Leben teilnehmen, am sozialen Leben und wurden quasi so ausgegrenzt von der Gesellschaft.
Und ich glaube, aus dem Grund haben sich einfach ganz viele Menschen impfen lassen. Und wenn jetzt im Nachhinein rauskommt, dass gerade die jungen Leute mit Nebenwirkungen zu rechnen haben, ist das einfach eine Sauerei. Und ich frage mich, wer dann am Ende des Tages dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird. Wisst ihr nämlich wer? Niemand. Herr Stöhr, wir haben doch ganz andere Alarmglocken. Wir haben die Zahlen der Krankenkassen. Wir haben die rätselhafte Übersterblichkeit Mitte 21 in allen europäischen Ländern, bis auf Schweden komischerweise, was wieder auf den Lockdown hindeutet. Wir haben doch eine ganz andere Qualität von Alarm. Ich meine, jetzt in meiner Praxis ist nicht repräsentativ, aber allein was ich schon da mitbekommen habe. Und das Problem ist doch, es wird regelrecht verhindert, dass man das solide ermittelt. Ich meine, es werden ja sogar Gesetze gebrochen. Es stand im Infektionsschutzgesetz drin, dass das Paul-Ehr-Institut bitteschön die Daten von den Kassenärztlichen Vereinigungen abfrägt. Mhm. Ist nicht passiert. Und endlich hat man es dann gemacht auf Druck. Und was kam raus? Viel, viel mehr Nebenwirkungen als diese Meldesysteme. Wir wissen doch, dass die Meldesysteme bei Arzneimittelwirkungen nicht funktionieren. Also es wird wirklich es ist für mich ein Zusammenbruch, es ist ein medizinischer Zivilisationsbruch, was hier passiert. Hier werden Leute ins offene Messer gestoßen und wenn sie dann auch diese Nebenwirkungen haben, werden sie alleine gelassen. Und jeder verantwortliche Medizin muss jetzt aber sagen, Nebenwirkungen gibt es ja bei jeder Impfung, richtig? Nein, natürlich, ich bin ja auch großer Impffreund. Mhm. Ja, also alle meine Patienten haben einen suffizienten Impfausweis, es sei denn, sie möchten es nicht haben, aber ich finde Impfen toll. Aber diese Impfung ist einfach was Neuartiges, da ist unglaublich Gewinn. Ist ja auch ein RNA-Impfstoff, was auch nochmal ein Unterschied ist zwischen den anderen Impfstoffen und wie auch schon vorher erwähnt, der wurde halt voll schnell auf den Markt gebracht und wie er auch schon gesagt hat, es wurden teilweise aus der Testgruppe dann Leute rausgenommen, damit es positiv aussieht am Ende. Ich glaube, der größte Grund, warum überhaupt Nebenwirkungen auftreten, ist, weil die das Ding so schnell wie möglich an den Markt bringen wollten, um Pader zu machen, Benjamins zu machen und dann einfach gewisse Testgruppen und gewisse Sachen einfach außer Acht gelassen haben. So. Generell bin ich jetzt zum Beispiel auch kein Impfgegner. Ich bin auch geimpft gegen, ich meine, so gegen die wichtigen Sachen, Tetanus, Masern, dies, das, bla, als Kind natürlich auch. So. Da können natürlich auch Nebenwirkungen mit einhergehen, aber ich glaube, die wurden halt einfach lang genug getestet und lang genug entwickelt auch. Dahinter gewesen und die ganzen medizinischen Sicherheitssysteme. Also Sie raten davon ab? Unbedingt muss diese Zulassung gestoppt werden und die offenen Sicherheitsfragen geklärt werden. Die müssen differenzierter rangehen. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil... Stark aber, dass es mal einer so klar sagt, ne? Sagen alle Lungenärzte. Hätte ich mir halt irgendwie auch so, wäre vielleicht dann doch nicht verkehrt gewesen, von Anfang an in dieser ganzen Pandemiesituation da ein Gremium aufzustellen von den Leuten, die das ganze Thema auch kritisiert haben, trotzdem auch vom Fach waren. Gab ja viele Virologen, Epidemiologen etc., die auch Bedenken hatten. Und hätte man da ein vernünftiges Gremium gemacht, einfach aus Leuten, die die Meinung haben und die Meinung haben, und dann hätte man irgendwie vielleicht geschaut, dass man da sich in der Mitte trifft oder eine Lösung findet, die einfach sicherer ist auch für die Bevölkerung und so. Das wäre, glaube ich, das Beste gewesen. Aber am Ende des Tages geht es nicht darum, der Bevölkerung was Gutes zu tun oder ihr zu helfen oder gesund zu halten, sondern einfach um Geld zu machen. Gerade wenn es ums Thema Gesundheit geht, ich meine, wie viel Wert haben die denn schon darauf gelegt in der Vergangenheit, seitdem ich geboren bin, dass Menschen gesund sind? Dass man irgendwie auch erzählt wird, wie man sich gesund ernährt, dass man Sport machen sollte, diese ganzen Sachen, das habe ich, weißt du, was ich meine, so, das hört man ja kaum. Hat man auch in der Zeit nicht gehört, dass das helfen kann. Nein, nur zu Hause einsperren, keine sozialen Kontakte mehr und impfen lassen. Ajo. Omikron gibt es keine Lungen, gibt es keine Pneumonien mehr nach Covid. Wir haben eigentlich keine Covid-Fälle im Krankenhaus. Auch da informiert der Bundesgesundheitsminister die Bevölkerung völlig irreführend. Genau. Also es gibt überhaupt keinen Impfdruck mehr. Ob die Impfung für schwere Fälle verhindert hat, muss auch ordentlich untersucht werden. So klar ist es nicht, es könnte sein. Sie hätte für die Risikogruppen unter schwer, wirklich kontrollierten Bedingungen engmaschig zugelassen werden können, zu schauen, was passiert. Aber man hat hier das einfach auf alle Leute losgelassen. Und ich möchte noch mal eine zum Schluss noch eins sagen. Herr Stöhr ruft zur Differenzierung auf. Die wollten ja auch Kinder impfen sogar, ne? Also haben da auch eine krasse Kampagne gefahren. Dieser Aufruf jetzt zum Beispiel im Land Baden-Württemberg, ja, dass Eltern ihre Kinder, Schulkinder Covid impfen sollen und wenn man kranke Verwandte hat, die zweimal Covid impfen sollen, halte ich, also das kann ich persönlich nicht anders sagen, das ist für mich ein Verbrechen. Deswegen bin ich nicht Arzt geworden.
Stark, Junge. Also das wirklich, mir fehlen jetzt wirklich die Worte. Wir müssen da jetzt mal aufhören damit. Und wir müssen auch aufhören, diese Impfung zu moralisieren. Es geht nicht um Solidarität, es geht nicht um irgendwie irgendwas, sondern es geht darum, dass wir ordentliche arbeiten und Medikamente ordentlich prüfen, bevor man sie an Leuten aus... Diese Stimmen hätte man am Anfang gebraucht. Und das ist hier wirklich... Im Mainstream. Schieflage gehabt. Ja, also ich kann sicherlich bei vielem zustimmen, aber ich glaube, die differenzierte Herangehensweise hilft weiter. Dann ist tatsächlich so, dass bestimmte Altersgruppen tatsächlich so wenig profitieren, wie sie es beschreiben. Aber wenn man so herangeht, es ist alles schlecht, dann vergisst man, dass die Impfung eigentlich das Exit-Ticket aus der... Umwort des Jahres 2020, Solidarität. Ich schwör's dir. Aber... war, was die schweren Verläufe betrifft. 99% der Todes... Noch so heuchlerisch, ne? Mit dieser Solidarität so krass an den Start zu gehen. Aber vorher hat sich nie ein Schwanz für den Nachbarn gejuckt oder für einen anderen Menschen, dem es vielleicht schlecht geht. Oder auch anderen Menschen auf der ganzen Welt, denen es schlecht geht. Hat sich kein Schwanz für interessiert. Auf einmal sollen wir solidarisch sein. Wir sind bei den über 50-Jährigen, 90% bei den über 60-Jährigen. Mhm. Und die Impfung hat hier einen dramatischen Unterschied gemacht. Mit Nebenwirkungen, ganz klar. Die muss man untersuchen, die muss man abwägen, die muss man weiter evaluieren. Wagenknecht ist auch am Start, oder was? Die sagt das Schlimme, was passiert ist, glaube ich, dass man die Untersuchungen jetzt nicht weiter vorantreibt bei den Impfnebenwirkungen bei den jüngeren Leuten. Denn Herr Stell, Sie haben ja... Herr Frank, ganz kurz. Weil Sie, das kann man sagen, was Sie sagen, aber auch das ist nicht belegt. Ich möchte ja das nicht ausschließen, dass es tatsächlich Leben gerettet hat. Aber auch das ist nicht sauber mit wirklich hochwertigen Studien belegt. Und die fehlen. Herr Frank, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo Sie sich, glaube ich, hier einig sind. Und ich bin mal gespannt, ob Herr Ander vielleicht zur Verteidigung noch gerät. Ich glaube, Frau Wagenknecht werden uns ja auch einig sein. Aber, Herr Stör, Ihre These heute Abend hat ja was mit dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu tun. Der Karl Langer. Der Karl. Okay, haben wir das auch. Wollte ich mir mal kurz reinziehen, was die Kollegen da erzählen. Der eine Hausarzt auf jeden Fall. Feier ich, fühle ich, hat mich geprägt. Hätte ich mir halt, wie gesagt, ein bisschen früher gewünscht, die ganze Nummer. Dass da Leute auch ein bisschen aufmerksam machen. Jetzt im Nachhinein kann halt jeder so, weißt du? Aber egal, wenigstens... Lieber spät als nie, sagen wir es so. Wenige Flugstunden weiter verhungern Menschen und die reden von Solidarität. So, Wagenknecht ist im Zuschauermodus, auf ganz entspannt. Die Wagenknecht-Vibes, Alter. Knechti! Ja, PSA 439, ich war ja einer von diesen Stimmen. Er sagt gerade, es gab auch Stimmen zu dem Zeitpunkt, sie wollte aber niemand hören. Ja, wahrscheinlich meinst du auch Leute, die auch aus dem Fach sind. Ich bin jetzt natürlich nicht aus dem Fach so, aber es gab definitiv Leute, die versucht haben, da irgendwie was zu sagen, aber die wurden dann natürlich auch ganz schnell gecancelt, beleidigt, an den Rand der Gesellschaft gedrückt. Man soll diesen Menschen nicht zuhören, die sind unsolidarisch, die sind dafür verantwortlich, dass Menschen sterben. Digga, was die aus uns alles gemacht haben, ne? Aus den Leuten, die eine kritische Stimme hatten und versucht haben, irgendwie den Leuten zu sagen, dass das alles irgendwie nicht so koscher ist, die haben uns gefickt oder diese Leute auch alle gefickt. Und das ist eine Sache so, wo ich sage, ja, wer macht sich dafür gerade? Auch niemand. Es ist, am Ende des Tages hat auch kein Schwanz sich dafür irgendwann mal entschuldigt oder irgendwie gesagt so, ey, Kacke, vielleicht habt ihr doch recht gehabt. Und es ist ja immer noch nicht durch, die ganze Sache. Ich bin mir fast sicher, dass halt dieses ganze Impfthema auch noch ein bisschen mehr hochkommt. Ich hoffe halt, dass es nicht zu schlimm wird und dass nicht zu viele Menschen, die sich geimpft haben, irgendwie... Nebenwirkungen bekommen oder da irgendwie was Negatives von haben, weil das ist ja auch, wünschst du ja auch niemanden. So. Kritiker waren Aluhüte und Querdenker, genau. Ich hoffe, dass die Gesellschaft auch ein bisschen daraus lernt, wenn sowas in Zukunft nochmal passiert, dass man halt Menschen nicht einfach sofort beleidigen sollte, ausgrenzen sollte, wenn die eine andere Meinung vertreten, weil man weiß nie, was daran wahr ist. So. Diskussion ist brutal wichtig, gerade in so Zeiten, dass man einen Diskurs hat, dass man miteinander quatscht, dass man sich zuhört und dass man nicht einfach andere Meinungen löscht. So. Es ist ja seitdem auch so, dass auf YouTube und auf Social Media so viele Einschränkungen stattgefunden haben von Leuten, die halt eine andere Meinung hatten. Die wurden geshadowbanned. Ich habe bis heute damit zu kämpfen. Ich heule nicht rum, ist alles cool, soll so sein. Ich bin froh und stolz, dass ich da meinen Mund aufgemacht habe damals. Aber dass man in Zukunft vielleicht daraus lernt, dass das Miteinander unterhalten einer Gesellschaft gut tut und dass das Meinung löschen, eine Seite komplett diskreditieren und zu denunzieren, einfach auch gefährlich sein kann. Weil ich bin immer noch der Meinung, am Ende des Tages liegt die Wahrheit in der Mitte. Meistens.